So, jetzt zeigen wir euch gleich nochmal ein paar Kleinteile, wie wir die bauen oder wie ich die baue. Also bis gleich. Weil mein Rumpf noch so eine kleine Ritze, Flächenrumpfübergang benötigt. Hier kann man gut den schon gebrauchten Pinsel benutzen, weil so ein günstig Pinsel nachher sauber machen lohnt sich nicht. Also erstens, diese Lösungsmittel stinken ordentlich in der Werkstatt und man muss nicht die Pinsel für 70, 80 Cent oder einen Euro nehmen. Man kann die auch für 30, 40 Cent irgendwo bekommen. So, hier legen wir auch zwei Lagen rein. Auch hier seht ihr, das Gewebe ist Silber. Aber nachher, man sieht jetzt schon, wo das Harz auf das Gewebe trifft, dass das schwarz wird. Ich war auch erst erschrocken, als ich das erste Mal dieses Gewebe gekauft habe. So, da haben wir schon mal eine Hutze fertig. Und jetzt haben wir noch, das ist die Form für einen Pylon. Die arbeiten wir etwas anders. Ich habe hier eine Form mit Gegenstück. Hier verwende ich immer die Reste, die überbleiben, schneide die mir zurecht. Scheiße. Soll man nicht sagen, weiß ich. Seht hier noch. Seite rein als Aufdopplung. Ist jetzt nicht so gut. Was ist los hier? Auch hier muss man nicht unbedingt mit Harz sparen, weil gleich durch den Gegenstempel alles Überschüssige rausgedrückt wird. Ein Stück quer rein. Gegenstempel rein. Einmal gedrückt. Schraubzwinge drüber. Wird das überschüssige Harz rausgepresst. So, jetzt werden wir das nochmal eben einfärben ein bisschen für die Haube. Oh, aber zu viel. Ihr merkt schon, ich hetze so ein bisschen durchs Programm heute Abend, damit das nicht, naja, so langwierig wird.
Aber diese kleinen Formen haben den Vorteil, dass man schön die Restharz nochmal verwenden kann, ohne das gleich in Müll schmeißen zu müssen. Hier kommt Restgewebe, auch etwas dickeres für die Haube. Auch hier spare ich nicht mit dem Harz, weil dadurch, dass man heute Lipo-Akkus vorne reinbaut, muss man eh Blei rein in den Rumpf tun. Und dann kann ich da auch ein bisschen stabilere Hauben reinmachen. Hier nochmal die Restfasern raus, am Pinsel hängen. Upsala. So, die Endergebnisse kann ich euch auch nochmal eben hier zeigen. Verschiedenen Farben sind da möglich. Oder hier nachher das Gewebe. Ihr seht, das wird ganz schwarz. Tja, ich danke Norbert für die Regie und Kamera. Dankeschön. Ja, und wenn ihr mehr lange Videos von Jan Henning sehen wollt, dann kommentiert das doch einfach entsprechend. Ja, auch das. Genau. So, dann habe ich also hast du an? Ja. Jetzt habe ich natürlich eigentlich gegen die Regeln so ein bisschen verstoßen, indem ich nämlich keine Handschuhe an hatte. Das rächt sich immer. Gerade diese Farbtaste ist immer sehr beständig. Aber ich werde es überleben. Also zieht Handschuhe an beim nächsten Mal. Das war's. Super.